So Leute, es geht wieder los. 10 gute Minuten. Heute Physik. Wir beschäftigen uns heute mit zwei Sorten von Linsen. Und zwar einmal eine Linse, die so aussieht. Ja, ich habe hier auch eine mitgebracht. Sieht so aus. Das nennt man eine konvexe Linse. Konvexe Linse. Konvex heißt zusammenführend, also eine Linse, die Lichtstrahlen zusammenführt oder sammelt. Ja? Und dann gibt es eine Linse, die sieht so aus, also die ist in der Mitte dünner als außen, genau umgekehrt, die ist ja in der Mitte dick und außen dünn. Ja? Das nennt man eine konkave Linse. Und konkave Linse heißt eine Linse, die zerstreut, eine Streulinse. Ja? Konvex, konkav, ja. Sammellinse, konvexe Linse, konkave Linse, Streulinse. So, jetzt gibt es Gegenstände, die Licht ausstrahlen, ja, wie zum Beispiel eine Kerze oder irgendwas, irgendeine Lichtquelle. Und diese Linsen verändern jetzt die Bahnen der Lichtstrahlen, indem hier einmal bei der Sammellinse die Lichtstrahlen zusammengeführt werden, bei der konkaven Linse die Lichtstrahlen auseinandergeführt werden. Und da kann man dann konstruieren, wo ein Bildpunkt von den Lichtstrahlen ausgehen, dann aufgrund der Wirkungen dieser Linsen erscheint. Aber bevor wir das konstruieren, zeige ich euch ein kleines Experiment, wie man solche Strahlen auch ja, zeigen kann. Ich muss gleich einen Moment umbauen. Hier ist mein Experiment schon da. Das heißt, ich muss gar nicht umbauen. Ich muss nur das Licht ausmachen. Ja? Einen Moment, Licht aus, dass wir das besser sehen. So, wunderbar. Also, ist das nicht schön? Hier sieht man alles. Ich hoffe, ja, es sieht man sehr gut. Jetzt legen wir mal hier. Also wir haben hier sozusagen drei Lichtstrahlen. Ja, die laufen hier durch so einen Spalt. Das sind drei Lichtspalte, die laufen jetzt hier auseinander. Das hat was jetzt mit der Lampe und dem Spalt zu tun. Das ist jetzt noch nicht die Eigenschaft von Linsen. Aber jetzt sehen wir, wenn wir hier eine konvexe Linse dazulegen. Aha. Was passiert? Ich hoffe, man sieht es sehr schön. Diese Lichtstrahlen werden von dieser Linse gebündelt und zusammengeführt. So, ich glaube, man sieht das schon ziemlich gut. So, ich mache das noch ein bisschen weiter weg. Siehst du das? Jetzt siehst du das ziemlich gut. Das hier ist die Linse, die Konvexlinse, hier sind die Strahlen. Und die Konvexlinse bündelt diese Strahlen. So, jetzt legen wir mal eine Konkavlinse dazwischen. Und ich glaube, man sieht das schon sehr gut. Die Konkavlinse lenkt diese Strahlen, außer denjenigen, der durch die Mitte geht, der bleibt gerade, aber die anderen Strahlen ab. Also Konkavlinse. Und weil es so schön war, nochmal die Konvexlinse, die also hier die Strahlen in einem Brennpunkt bündelt. Das ist auch schön. So, jetzt machen wir das Lichtchen wieder an und dann zeige ich euch, wie man Bildpunkte konstruiert. Das ist gar nicht so schwer. Also, Bildpunkte. Wo ist meine Tafel? Hier ist sie. So, wir nehmen zunächst mal die konvexe Linse. Und was, hier ist ein Punkt, da gehen ja unzählig viele Lichtstrahlen aus. Unzählbar viele, unendlich viele, wie auch immer, um einen Bildpunkt zu konstruieren, ja? So wie er zum Beispiel auf der Netzhaut erscheint. Dazu mache ich ein eigenes Video. Denn so eine konvexe Linse ist hier, kannst du das sehen? Siehst du die? Die ist im Auge drin, bei dir übrigens auch. So, also diese konvexe Linse lenkt die Strahlen ab und
wie man den Bildpunkt, also das heißt den Punkt, der jetzt beispielsweise hier auf der Netzhaut erscheint, konstruiert, braucht man eigentlich nur zwei Strahlen, mehr nicht. Und natürlich die Brennpunkte, ja. So, nehmen wir zunächst mal den ersten Strahl, das ist der Mittelpunktstrahl. Das ist der Strahl, der genau durch die Mitte geht, ja. Der läuft hier gerade durch. Der zweite Strahl, den du brauchst, ist der Parallelstrahl, das heißt der Strahl, der parallel zur optischen Achse, ja, das nennt man die optische Achse, die hier genau durch die Mitte der Linse geht, also parallel dazu verläuft und dann wird er hier durch die Materialeigenschaften und die Eigenschaften dieser Linse abgelenkt, ja, das hat was zu tun, dass da ein anderes Material ist. So, jetzt schneiden die sich hier. Du weißt, was der Schnittpunkt ist? Du hast erraten, es ist der Bildpunkt P'. Das sind natürlich nur zwei Strahlen, die man hier rausnimmt. In Wahrheit sind es unabzählbar viele, die hier von jedem Punkt dieses Gegenstandes ausgehen. Und die bilden dann hier beispielsweise auf der Leinwand oder auf unserer Netzhaut ein Abbild eines Urbildes. Ja? G'. Hier ist der Bildpunkt. So, wie sieht es bei der Konkavlinse aus? Ja, da ist ja so, dass die Lichtstrahlen, die hier reingehen, dass die, nehmen wir mal hier diesen Parallelstrahl, der von P ausgeht, dass der jetzt nicht wie bei der Konvexlinse gesammelt wird, sondern gestreut wird. Darum heißt sie auch Streulinse. Ja, jetzt in welche Richtung wird sie gestreut? Irgendwo hierhin, aber in welchem Winkel? Nun, da brauchen wir wieder unseren Brennpunkt. Der liegt fest für jede Linse, steht auch an jeder Linse drauf. Hier ist der Brennpunkt dann mit Plus angegeben, hier ist die Brennpunktzahl mit Minus angegeben, weil nämlich der Brennpunkt, auf den es hier ankommt, der Brennpunkt ist, der dem Gegenstand zugeneigt ist auf dieser Seite, ja? Oder in derselben Richtung ist. Also haben wir hier eine Verlängerung und der Strahl geht dann hier in diese Richtung weg, so wie wir das eben im Experiment gesehen haben. Auch hier brauchen wir noch einen zweiten Strahl und das ist wieder unser Mittelpunktstrahl, der hier unverändert geradlinig durch den Mittelpunkt der konkaven Linse läuft. Und was haben wir hier? Aha, hier ist dann unser Bildpunkt auf der dem Gegenstand zugewandte Seite. Hier könnte ich mir mal ein Video vorstellen über ein Teleskop, wie Newton das entwickelt hat. Ja, so ein Spiegelteleskop, da haben wir keine konkave Linse, sondern einen gekrümmten Spiegel, aber er funktioniert genauso. Ja? Aber heute geht es nur darum, Bildpunkte konstruieren. Konvexe Linse ist der Bildpunkt hier, konkave Linse ist der Bildpunkt auf der dem Gegenstand zugewandten Seite. Zwei Strahlen brauchst du, mehr nicht, hast den Bildpunkt konstruiert. So Leute, wie das mit dem Auge ist, wie Brillen funktionieren, wie das Teleskop funktioniert hat, kann ich mir vorstellen, da gibt es noch richtig paar schöne Videos. Aber jetzt danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 10 gute Minuten.